Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr mitverfolgt, was auf der Welt so abgeht. Ziemlich viel Mist. Wir wollen die Sachen einfach nicht weiter hinnehmen. Wir wollen was verändern. Also bevor ich zu den Heroes kam, waren Frauen für mich eigentlich zweite Klasse. Die waren für mich gar nicht wichtig, waren unter mir gestellt. Mittlerweile denke ich komplett anders. Wir sind alle gleichberechtigt und haben alle dieselben Rechte auf jeden Fall. Wo warst du? Draußen. Wo ist deine Schwester? Ich weiß nicht. Wie, du weißt nicht? Ich weiß nicht, wo die ist. Wenn nicht, nicht lange, bist du der Mann im Haus. Ja, okay. Geh raus, such dich! Warum macht dein Vater sich mehr Sorgen um die Tochter? Vielleicht, wenn die zum Beispiel vergewaltigt wird, hat die viele Probleme in der Zukunft. Es reicht nicht, die Vorstellung von Geschlechtergerechtigkeit nur in seinem Kopf zu haben. Das Entscheidende ist auch, das zu leben und dafür einzustehen. Entscheidest du, wen ich heirate, oder entscheide ich? Ein bisschen bitte schon nicht. Deine Mutter entscheiden. Was, wenn ich gar nicht heiraten würde eigentlich? Wenn du nicht heiraten willst, wir leben zusammen, mein Schatz. Also ausziehen gibt's nicht. Es gibt die, die diese Heroes-Themen verstehen würden. Und es gibt dann noch andere, die würden krass dagegen sein. Es ist warm, da werden 100% schöne Frauen drin sein, ja? Auf geht's. Heroes, ne, Bruder, ist so ein Projekt, Bruder, von jungen Migranten. Du wirst ja darauf trainiert, Bruder, in diesem einem Jahr irgendwann mal selber einen Workshop gegenüber einer Klasse zu halten. Dürfte deine kleine Schwester zum Beispiel bis spät abends draußen sein? Nö. Du weißt doch, wie wir Jungs sind, wenn wir abends raus waren. Warum ist es eigentlich so schwierig, dass so Veränderung vorangebracht wird? Ich sag dir warum. Es ist einfach der soziale Umfeld. Ich glaube, das Problem ist, dass sehr viele Menschen denken, dass es in unseren Genen steckt, aber nicht merken, dass wir irgendwie in so einer Struktur leben. Ich habe gefühlt, da ist irgendwas nicht richtig. Auch dieser Ehrbegriff, Ehre, was ist Ehre? Das ist ein Begriff, den kenne ich, seit ich 3 bin. Wenn mich damals jemand gefragt hätte, was ist Ehre, ich hätte gar keine Antwort gehabt. Das habe ich als Hero dann im Nachhinein gemacht bei Freunden. Ich so, dann sag mir doch mal, was Ehre ist. Wenn jeder anfangen würde, sich ein paar von den Fragen zu stellen, die ihr euch bei Heroes gestellt habt, so, ne, dann wären wir schon bald in einer ganz anderen Welt.